Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Und herzlich willkommen zu meinem Early Bird Stream. Ich weiß nicht, ob die Musik jetzt ein bisschen zu laut ist. Ich mache sie mal noch ein bisschen leiser. Ja, also ich habe mir gedacht, ich möchte heute einfach mal die zweite Map von Nekatus und Co., also die Erschaffer von Valguero, testen, Fjördur. Sie ist noch absolut in der Entwicklung. Ich glaube, eine Insel ist bereits fertig oder so. Das heißt, da gibt es noch ganz viel zu tun. Aber das soll mich nicht davon abhalten, einmal diese Map jetzt zu testen. Und vielleicht macht es ja so viel Spaß, dass ich auch noch einen zweiten oder dritten Stream dazu mache. Mal schauen. Ich habe soweit alles vorbereitet. Das Wichtigste ist der Kaffee. Nicht wundern, das ist türkischer Kaffee. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, also ich habe auch eine ganze Menge Mods installiert. Ich wusste überhaupt nicht, was nimmst du denn jetzt für so einen nordischen Stil? Was packst du denn da so rein? Deswegen habe ich mir die Mod-Kreation einfach mal von einem anderen Server gemopst. Und ich habe installiert Glass Metal. Mal gucken, was man damit so machen kann. Echoes Garden Decor, Echoes Tech Decor, Ultra Stacks, Echoes RP Decor, die Super Spy Glasses. Die kenne ich so gar nicht. Ich habe normalerweise immer Omnicular. Mal gucken, was die Spyglasses so können. Dann Ship Galley Decor, Advanced Rafts, Echo Trees, Ship Quarters Decor, Structure Plus, Pimp My Home, Visual Storage, Ozu Craft, Stable Structure and Decor von Echo, die Griffins und die Plattform Plus und Pimp My Home Building Parts. 18 Mods an der Zahl, deswegen habe ich das Spiel auch im Vorhinein schon mal angemacht und hochgefahren, damit hier alles läuft, wenn ich streame. So, und genug der Reden geschwungen. Ich werde natürlich den Stream dann auch auf YouTube veröffentlichen, damit sich das auch jemand anschaut im Nachgang. Und ja, dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Ich switche mal rüber Richtung Ark, wenn er mich lässt. So, die Musik geht dann auch aus. Das ist schön. So soll das sein. Wunderbar. Okay. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier jetzt spawnen soll. Es ist ja keine Map zu sehen. Da ich eher so auf Süden stehe, werde ich mich auch eher im Süden aufhalten. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Achso, gibt ja nur einen Süden. Alles klar. Dann nehme ich doch den Süden, aber so weit unten. Ich glaube, ich nehme East 1. Und wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich direkt gleich von Raptoren gekillt. So, ich erstelle jetzt einen neuen Überlebenden. Ich werde auch mal wieder weiblich sein. Und ich heiße wie immer. So, was habe ich jetzt gesagt? East 1, ne? So. Okay, ich möchte nicht ganz so dunkel sein. Ich werde mich jetzt auch nicht komplett hässlich machen, auf gar keinen Fall, sondern ganz klassisch. Bisschen, obwohl man könnte ja durch den nordischen Stil ein bisschen heller sein. So. Wir wohnen ja jetzt irgendwo im Norden. Auf einer skandinavischen Seite. Da machen wir auch blonde Haare. Blaue Augen. So. Den Rest würde ich jetzt fast so lassen. Goldene Mitte. Passt. Okay. Ich überlege, ob ich die Webcam noch ausmache. Die stört mich selber ein bisschen. Ich lasse erstmal noch laufen. Wenn es mich selber nervt, dann nehme ich sie runter. Ja, dann würde ich sagen. Gott, die Haare sind ein bisschen gelb, ne? Also gelbe Haare wollte ich jetzt nicht haben. So. Oder wir nehmen mal so ein leichtes, so ein helles Braun. So, ich glaube, das passt besser. Okay, dann auf geht's ins Sterben.
Ja, ich habe da keinen Charakter, alles gut. Oh Gott, oh Gott. Bitte keine Raptoren, nicht jetzt schon. Kompis kann ich jetzt auch gerade nicht gebrauchen, wenn die aggro werden. Bitte. Ja, lass mich jetzt laufen. Meine Fresse. Boah, jetzt habe ich gleich 20.000 Kompis am Arsch. Na super. Ich wollte doch erstmal in Ruhe gucken, wo ich bin. Okay. Also hier am Wasser ist ja schon mal ganz nett. Aha. Hallo, lass mich gucken, was da ist. Ach. Nee, okay, gut. Ich habe schon neun Level, das ist doch schon mal was. Okay. Dünn, 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 dünn. Achso, hier die ganzen Skins brauche ich natürlich gar nicht. Ich möchte nur einen Skin behalten. Die Tante weiß ich nicht, ob ich die noch brauche. Safari-Hut? Nein. Nein, 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 nein. Ja, den möchte ich behalten. Die Nerdbrille lasse ich auch noch drinne. Den will ich nicht. Weg. Den behalte ich. Den setze ich jetzt auch auf, denke ich. Um Gottes Willen. So. Das will ich nicht. Also habe ich jetzt den, den und den. Okay. Gut, ich gehe mal direkt auf Gesundheit und möchte eine Axt. Lagerfeuer. Mehr geht noch nicht, okay. Gut. Das sieht schon wieder aus. Kaum bin ich hier drin, ist alles mühlig. So, ich brauche eine Axt. Stroh und Feuerstein. Moment. Stroh. Wo sind denn hier Bäume? Boah, diese Kompis. Oh nein! Du blödes Mistvieh! Ich hasse Pegomastax. Da hat er mir mein ganzes Holz geklaut, diese blöde Sau. Also nicht wundern, ich habe das ein bisschen hochgekurbelt hier mit dem Leveln. Ich habe das auf zweifach gestellt. Ach, guten Morgen, Styriarch. Guten Morgen. Ja, ich bin wieder gesund jetzt und auch aus Kreta zurück. Danke der Nachfrage. Was nehmen wir denn erstmal? Oh-oh. Oh oh, oh oh, oh oh, gar nicht gut. Ja, nee, war klar, ne? Schön, oh nein. Schön von einem Dilo gekillt. Level 85, ja, warum auch nicht? Ein Traum. Okay, also ich sollte mir wohl erstmal die Picken holen. So. So, wo ist
Da ist meine Leiche und auch dieser kleine blöde Mistsack. Ich brauche eine Waffe. Ihr seid ein bisschen nervig, ihr Kleinen. Ja, ich hab's geahnt. Liebe Kompis, könntet ihr mir helfen und diesen bekloppten Dilo von mir fernhalten? Das wäre total nett. So, ich brauche jetzt erstmal hier so einen Speer. Habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Moment, also Leben, Nahkampfschaden, Speer, Feuerstein, Holz und Fasern. Okay. Okay, okay. Wo kriege ich denn Fasern her? Dort. So. Erstmal brauche ich aber so ein Dingens hier. Und Feuerstein. Feuerstein, Feuerstein. So. Komm du mir nochmal wieder, du kleiner Dilo. Du. Ich mach dich platt. Arschmade. So, was brauchen wir noch? Ein bisschen Rüstung wäre cool. Wenn ich den tot gemacht habe, auch ein Wasserschlauch. Eine Axt brauchen wir noch. So, Essen ist auch wichtig. Okay. So, Feuerstein. Eine Fackel wäre noch ganz cool. Lagerfeuer. So, wenigstens schon mal ein bisschen was an. Und das da, jawohl, jetzt bin ich angekommen. Gut. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg. Aber ich glaube, so ein 85er Dilo, das wäre jetzt keine so gute Idee, denke ich. So, grüner Lootstrahl, den werde ich noch nicht nehmen können. Oh, hier ist aber schön. So am Wasserfall. Ich meine, für so eine erste Base wäre das doch ganz nett. Hier. So ein bisschen geschützt. Ich schau mal hier vorne, ob das da wirklich so nett ist. Wenn hier so ein Durchgang ist. Okay.
Parasaurus? Oder ich baue hier so an dem... an dem Felsen hier so. Ich glaube, da bin ich relativ gut geschützt. Hallo? Ja, nimm das Grünzeug jetzt weg. Ich will das hier nicht. So, wo ist denn die Axt? Ich habe doch eben eine Axt gebaut. Da ist sie. Eine Fackel. Wieso habe ich hier zwei Äxte? Oh Mann. Naja, egal. Die werden schon kaputt gehen. Die Skins schmeiße ich erstmal raus. Ich werde nicht das einzige Mal gestorben sein. Okay. Nö, das ist doch gut hier. Oh, schade, Styriarch. Das ist echt schade, dass das nicht funktioniert bei dir. Oh, was will er denn jetzt hier? Den will ich hier nicht haben. Geh weg. Und dann macht er mir noch die ganzen Bäume weg. Aber ich... nervig. Nee, klar. Das ist jetzt ein richtig gutes Timing. Da muss ich mir eine andere Stelle suchen. So geht das nicht. Oh, Mist. Weil hier war echt gut. Ich laufe mal hier oben lang. Mit meinem Speer. Ach, hier ist auch ganz gut. Hier oben. Hier auf dem Plateau. Hier baue ich. Okay, da brauchen wir natürlich erstmal ein paar Möbel. Möbel, ja, Foundations meine ich. So, wir fangen mit Thatch an. Ich mag keinen Thatch, aber wir müssen ja mit irgendwas anfangen. Die ist auch wichtig. Dann bauen wir erstmal ein paar Foundations. Ich hoffe, das Vieh kommt hier nicht her. Geh da mal runter den Berg, Dicky. Einfach mal runterlaufen. Genau, in die Richtung. An den Strand von mir aus. Lauf zum Dilophosaurus, der mich ebenso genervt hat. Sehr schön. Genau da lang. Ja, ja. Richtig. Nicht hier hochkommen. Nein, nein. Und mich vor allem nicht wegschubsen. Da bist du richtig. Okay. Fein. So, ich brauche Stroh. Ja, da kommt ja ordentlich was raus, würde ich mal sagen. Hallo? Wow, was sind das denn für Bäume? Es ist 17.47 Uhr, das heißt, es wird bald dunkel. Ich werde hier schon mal in der Nähe ein Lagerfeuer aufstellen.
Und ja, geht los. Also. Ja, nee, so viele brauchen wir natürlich nicht. Ich nehme mal so. Was machen wir denn? 4 mal 5? 20? Nein, das ist zu viel. 3 mal 4? Ich glaube, 3 mal 4 hört sich ganz gut an. Gehe ich jetzt schon mal ein bisschen auf Gewicht und auf Nahkampf nochmal. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das, das. Den später. Also eigentlich am liebsten schon jetzt, aber wir haben ja noch nichts kaputt gemacht. So. Gleich kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich werde mal so ein bisschen hier am Rand bauen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Danke. Ich bin überladen. So, kann man hier noch anbauen? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Hier. Ja, für das erste Haus, also von der Größe her, sollte das erstmal ausreichen. Und ich habe einen super coolen Überblick. Der Eingang wird sein. Na, ich denke mal hier. Oder da, hier außen direkt. Oh nein. Boah, also wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, ne? Mit dem Vieh. Lauf mal da hinten links rüber. Genau, einfach weiter. Immer schön an der Küste lang. Moin, IK Games oder IK Games. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch Kaffee dabei. Kaffee ist super wichtig, ja. Interessante Farbe, der Dimorphodon. Der sieht ja cool aus. Schönes Grün. Gut. Dann brauchen wir jetzt Wände, ganz klar. Nee, erstmal mache ich hier den Eingang. Bevor es gleich dunkel wird. Hier. So, und dann baut man jetzt alles in Stroh, um es dann danach direkt mit Holz zu ersetzen.
Das ist Fjördur, Ark Fjördur, die zweite Map von den Creatoren von Valguero, von Nekatus und Co. Also eine nordische Map, ein nordisches Szenario. Hier ist es ziemlich kühl. 9 Grad habe ich hier gerade. Okay, was ich gleich brauchen werde, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Standing Torches. Super wichtig. Da machen wir mal so 8. Also ich habe jetzt noch keine neuen Dinos entdeckt. Bislang. Also es soll ja irgendwas dazukommen, habe ich gehört. Aber bis jetzt habe ich... Gut, ich bin auch gerade mal eine halbe Stunde drin. Ich denke, die wird richtig cool, diese Map. Ja, die wird richtig gut. Ich danke dir für dein Follow. Dankeschön. So, jetzt hier Licht machen, bevor es dunkel wird, wie gesagt. Da ist jetzt mein Lagerfeuer. Okay, dann machen wir mal hier noch so eine Fackel hin. Dann haben wir das so ein bisschen abgegrenzt, damit ich hier im Dunkeln nicht runterfall. Das könnte böse enden. Hoppala. So. So. Ha, den da unten kann ich doch looten, ne? Da muss ich mal fix hin. Explorer Notes? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, ob es hier welche gibt. Oder vielleicht noch nicht. Her damit. Das hätte ich eben schon gebrauchen können, aber okay. Besser spät als nie. Hier mache ich noch eine Fackel hin. Und ich denke, hier am Eingang auch. Falls ich mich im Dunkeln verlaufe. Denn eins kann ich ganz besonders gut und das ist verlaufen. So, und dann hier immer den Fackel nach. Da ist mein Zuhause. Noch eine. Ich soll die ganze Zeit Flöße bauen, um schneller zu leveln. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig, denn ich habe eh auf zweifach gestellt. Das heißt, es geht relativ flott bei mir, wenn ich hier klassisch baue. Oder was meintest du jetzt damit? Oh, Durst. Wie gut, dass ich hier am Wasser bin. Ja, ja.
Ich laufe ja schon. So. Was haben wir denn hier so? 1 Million Parasaurus? Ich denke, ich muss mal ein bisschen Bären pflücken gehen, bevor ich hier gleich auf... Ah, nee, da ist ein Dodo. Den hole ich mir. Sehr gut. Aber da ist auch ein Schubsi. Sehr schön. So, dann kann ich mir jetzt auch gleich eine Wasserflasche bauen oder eine Lederflasche bauen. Und Schuhe. Halt, nicht da lang. Und ein bisschen Fleisch abrutzeln. Ja, ich finde meine Location ganz nett hier oben. Das ist ganz gut. Da bin ich relativ sicher. So, mal ein bisschen was abrutzeln. Kann ich eigentlich schon Treppen bauen? Level 12, okay. Ich bin 10. So, dann kann ich ja die Gelooteten auch gleich nehmen. Holz fehlt mir. Wie kann das denn sein? Wahrscheinlich wegen des Brutzelns. Den lasse ich stehen, der ist gut. Den lasse ich auch stehen. Dann werde ich mal da hinten ein bisschen was abholzen. Das sind richtig coole Bäume. Mal gucken, wie viel da rauskommt. Nicht schlecht. Also das ist einiges. Was? Okay, reicht jetzt. Ich bin gleich überladen. So, wie viele Wände brauchen wir denn noch? Ich kann nichts sehen. Das 1, 2, 3. 3, okay. Was fehlt mir? Fasern. So. Eins, zwei, drei. Dann machen wir erstmal so ein klassisches Flachdach. Brauchen wir 12. Ich glaube, ich werde mir hier drin auch eine Fackel hinstellen. Sicherheitshalber, weil wenn wir hier in den nordischen Gefilden sind, könnte das durchaus ein bisschen kalt werden.
Ah, da geht's schon los. Es wird Nacht. Ach, ich hatte ja noch klassisches Strohdach, Strohtür. Okay, das sind aber nicht die S-Plus-Dinger, deswegen will ich die gar nicht. Ich stelle die auf und werde mir die Ressourcen dann nehmen, denke ich. Wieso habe ich denn hier jetzt einen Bauplan drin? Hä? Merkwürdig. Gut, dann machen wir einmal das Dach zu. Nein, nicht so. Ich brauche gar keine Fackeln. Okay. Wie sieht denn das draußen aus? Dunkel. Gut, dass ich mir hier was hingebaut habe. Also ich finde, Licht kann man nie genug haben. Dunkelheit ist furchtbar. So. Okay. So, wie sieht es mit dem Essen aus hier? Ich könnte mal was vertragen. Ach nee, ich war ja satt. Okay. Wir bauen jetzt mal fix eine Wasserflasche. Einen Wasserschlauch. Und ein paar Schuhe und Handschuhe. Gut. Ja, ich lasse es mal weiter brennen. Es ist ja nicht so, als ob wir hier wenig Holz hätten. Was können wir noch gebrauchen? Ich gehe mal rein. Schlafsack wäre auf jeden Fall ganz cool. Oder am besten gleich ein Bett, wenn ich das bauen könnte. Ja. Reicht das, was ich habe? Auf gar keinen Fall reicht das. Ich habe nämlich nur noch 5-mal Leder. Das heißt, ich gehe dann, wenn es morgen wird, gleich auf die Jagd. So, ich möchte die RP-Dekor. Das ist ja hier der Foot-Tray. Ich möchte... Ich möchte... Das brauchen wir nachher. Wie heißt das Ding? Spyglass. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze lernen kann. Hier. Ah ja, Level 25, okay. Griffin Nest. Aha. Das heißt, ich baue dieses Nest irgendwo hin und wenn dann ein Greif kommt, dann...
Was dann? Ich meine, ich werde das bauen, ne? Ich werde das bauen und werde das ein Stückchen weiter weg von meiner Base hinsetzen. Von der Stroh, Stein und Fasern. Warte mal, erstmal Stroh. Nee, erstmal Fasern. Ja, super. Nein, ich will keine Fackel. Ist das Metall eigentlich hier? Hallo. Was brauchen wir noch? Stroh. Nein, Stroh. 500 Stroh. Meine Fresse, die Bäume sind der Kracher. So, was wir noch brauchen, ist eine Kiste oder gleich am besten einen Schrank. Obwohl eigentlich aufgrund der Mods können wir ja auch direkt mit der RP-Dekor arbeiten, beziehungsweise mit der, wie hieß sie denn? Visual Storage. Ach nee, da gibt es ja keine Werkbank für, da waren einfach die ganzen Einzelteile hier drin. So war das. Irgendwo hier unten. Okay, dann nehme ich jetzt mal den Food Tray. Den hier. Dann bauen wir uns einen Kühlschrank. Und eine Küche. Oh, ich glaube, mein Ark ist gerade abgestürzt. Zumindest hatte ich letztes Mal auch so einen Invalid-Token-JSON-Fehler. Und danach konnte ich in meiner Leiste nichts mehr machen. Mal gucken, ob das jetzt noch geht. Ja, okay. Noch muss ich nicht neu starten. Hm. Gut. So, hier in dieses Ding kann man ja auch einiges reinklatschen. Ich pack da mal so ein paar Rohstoffe rein. Wieso habe ich hier so einen Bauplan? Ach so, den habe ich gelootet. Jetzt raff ich das. Okay, alles gut. So, da haben wir Fleisch, da haben wir einen Wasserschlauch. Eine Ersatzaxt. So. Was für ein Geräusch. Ach du Scheiße. Oh nein. Was machst du hier oben? Wie kommst du hier rauf? Oh, der ist von da oben gekommen, ne? Oh Mist. Komm hierher. Ich lotse dich runter. Komm, hier geht's lang. Hier lang.
Ja, genau, hier lang. Sehr schön. Folge mir. Boah. Ja, hier lang, komm. Nicht ablenken lassen. Geh zu deinem Kumpel da hinten. Hier lang. Ah, sehr gut. Ich habe hier gerade einen Dodo gesehen. Da. Ja, ein 130er. Nee, klar. Wie lange soll ich denn da jetzt drauf rumhauen? So, ich brauche jetzt aber vorrangig Leder. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Dodo? Wo ist denn die Leiche? Hä? Hast du den gegessen? Hast du meinen Dodo gegessen? Ernsthaft? Sorry, aber ich brauche Leder. Wo ist denn die Leiche hin, bitte? Hm. Ach so, dieses Griffin Nest. Ich brauche erstmal noch ein bisschen mehr Leder und dann baue ich mal dieses Griffin Nest irgendwo auf. Ich brauche noch so ein. Da ist noch ein Dodo. Und noch ein Kompi. Na? 140er Kompi. Oh Gott. Na? So, ich habe genug Leder. Boah, diese ganzen Riesenschubsis hier. Hm. Das heißt, es kann auch von da oben noch einiges kommen, ne? Runterfallen und so. So, ich baue mir jetzt erstmal ein Bett und dann stelle ich die Greifendings auf. Das Nest. Okay, die Küche mache ich dann wahrscheinlich eher da hinten hin und dann machen wir hier das Bett. So. Sehr schön. Ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu dunkel hier. 6.30 Uhr. Der Lichteinfall ist noch ein bisschen lasch. Baue ich wohl doch erstmal den Kühlschrank. Eisbox. Und wir brauchen
den Gucker. Waterbucket. Ein Sink, dafür brauchen wir aber Metallbahn. Also erstmal nur den Gucker. Und die Eisbox. Oh, ich höre schon wieder so ein Schubsi. Es wackelt gar nicht. Nee, nee, ist alles gut. So. Dann holen wir gleich mal das Obst und das Fleisch. So, ich muss auch dran denken, ich habe jetzt hier auf dieser Map kein Immersive Taming. Das bedeutet Oldschool-Zähmung. Schön mit Naku-Pfeilen und so. So. Gut, dann werde ich das mal irgendwo hinstellen und mal schauen, was passiert. Ich habe auch keine Ahnung, ob in dieser Griffin-Mod, ob die Greifen da drin aggro sind oder wie das läuft. Ich werde mal hier oben einen hinstellen, ein Nest. Ja, super. Nee, Träumchen, auf jeden Fall. Oh, ich hasse die Dinger. Zwei Raptoren, wie soll es auch anders sein? Was war denn das jetzt für ein weißer Hintergrund? Oh, nee, 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 nee. Okay, Moment. Wir brauchen... die Dinge. Ich gehe mal nochmal auf Nahkampfschaden und dann mache ich die Raptoren platt. Wenn es denn klappt. Ich brauche unbedingt meine Leiche. Da ist das Greifennest drin. So, ihr Kackviecher. Zwei Stück natürlich gleich, ne? Wie soll es auch anders sein? Level 25er Raptor. Ernsthaft jetzt? Super, jetzt habe ich natürlich... Wie lange ist denn hier Cooldown auf dem Ding?
Okay. Wo genau ist jetzt meine Base? Oh. Läuft gut bei mir. Ach, da oben, okay. Was mache ich denn jetzt mit diesen verkackten Raptoren? Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind, ne? Okay, das ist meine neue Leiche. Und wo war jetzt meine alte? Okay, wie komme ich denn da jetzt ran? Hier lang. Ich opfer mich für euch. Hier lang. Hier lang sollt ihr laufen. Hier. Ja, hier lang. Oh ja, nee, jetzt nicht. Dann wird's keine Zeit für so einen Scheiß. Los, komm. Ich will meine Leichen wieder haben. Da war gar nichts drin. Ich brauch den anderen. Da. Okay. So, ich stelle. Hier oben wollte ich so am Rand wollte ich dieses Greifennest hinstellen. So. Naja, mal gucken. Wir lassen das hier mal stehen. Wo sind diese Kackraptoren jetzt hin?
unten, verdammt. Ich brauche dringend eine Armbrust. Wenn die hier wieder raufkommen, ne? Was noch ganz cool wäre, wäre so eine, so ein Zaun. Oder eine Mauer. Ah, einer ist tot. Das ist gut. Vielleicht schafft der das ja. Das wäre echt geil. Ich werde mal hier oben warten und ja, sehr gut. Bäh. Gleich mal abernten, die kleinen Mistviecher. Drecksbande. So, ich eile. Hier waren auch sonst keine Fleischfresser, denke ich. Ja, ihr gehört mir. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. So, nun. Bauen wir mal die Küche fix fertig. Beziehungsweise werde ich mal schauen, was ich noch so alles erlernen kann. Ich denke, meine Armbrust wäre jetzt angebracht. Dann brauchen wir aber Metall für. Immer noch am Brutzeln. Ich habe doch jetzt die Küche. Moment. So schön. Okay. So, hier die ganzen Skins einmal weg. Halt. Gut. Okay. Folgendes. Armbrust, ab wann kann ich die bauen? Ab Level 25. Jetzt bin ich Level 15. Das dauert ja noch 10 Jahre. Okay, dann machen wir jetzt erstmal alles aus Holz, würde ich sagen, dass ich hier ein bisschen leveln kann. Zack. Ah, sehr gut. Eine Rampe. Und ich möchte gerne ein Spitzdach. Und Fenster hätte ich auch gerne. Hier. Okay, dann machen wir erstmal die Foundations. 12 Stück. Eine. Aha. Wir brauchen 1 Million Tonnen Holz. Wie gut, dass wir in einem Biom sind oder in dem einzigen Biom wahrscheinlich hier auf Fjordur. Aktuell. Wo die Bäume ungefähr 1000 Holz abwerfen. Naja, fast. So, was brauchen wir noch? Fasern.
So, haben wir jetzt genug? Schwer vergessen, was ich machen wollte durch das ganze Gegrabbel hier. So, bevor ich gleich wieder überladen bin. Warte mal, ich habe jetzt, glaube ich, 8 Foundations gleich. Brauche noch 4. Wahrscheinlich habe ich den Rest auch vor Ort. Lauf! So. Ich sehe nichts. Mann, geh weg. Schön. Der Kaffee ist auch schon wieder kalt. Lecker. So, was fehlt mir? Holz? Kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie viel wir rauskriegen aus so einem Baum, wenn wir eine Metallaxt haben. Das ist echt der Kracher. So, 3 noch. Also hier möchte ich auf jeden Fall ein Spitzdach haben. Ich mag diese Kastenform einfach nicht so. Fein. Dann machen wir... Also hier keine Fenster, hier auf jeden Fall schon mal ein Fenster rein. Oder ich lasse die ganz... Nee, doch, wir müssen hier einen Ausblick haben auf das Meer. Wir machen einfach hinter dem Ding auch ein Fenster, das stört nicht. Wir bauen jetzt... Ich mach mal so... 6... Hallo? Ach so, das ist ja... Ach, das sieht ja Mist aus dann. Okay, machen wir hier ein Fenster. Und hier auf jeden Fall. Und hier. Na gut, da muss hier auch noch eins hin. Und die Wand hier brauche ich, glaube ich, nicht anstarren, aber ich mache trotzdem hier noch ein Fenster hin. Super Aussicht. Okay, Symmetrie. So ist besser. Gut. So, und jetzt noch 1 Milliarde von den normalen Fenstern. Mal schauen, wie viel ich gebaut kriege. Level 20. Ich glaube,
Was war das jetzt? Ich glaube, Level 25 kann ich eine Armbrust bauen. Leben, Ausdauer, Nahkampf, Gewicht, Bewegungsgeschwindigkeit. Level 25, was ist denn das hier? Ein fliegendes Hühnchen oder ich kann es nicht erkennen. Oh nein. Oh. Blöd. Schön die Tür ersetzt. Wie doof ist das denn? Danke. Ich brauche Holz. Nein. Nein. Und dennoch ein 150er. Ich glaube, ich spinne. Oh, fuck. Ein 150er Raptor vor meiner Tür. Oh, nein. Okay. Scheiße. Das ist nicht gut. Und meine Tür ist... Ich habe keine Tür. Ich brauche aber Holz. Oh, nein, 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 nein. Okay, den muss ich irgendwie weglotsen. Moment. Wir brauchen eine Strohtür. Stroh oder... Es hat mich dieses Drecksvieh in meiner Hütte kaputt gemacht. Ich glaube, ich spinne. Der ist durch das Strohdach durch, oder? Alter, leck mich fett. Oh Gott. Ein 150er Raptor. Ne, klar, läuft. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Muss ich jetzt um diese Kurve rum oder? Oder muss ich hier bleiben? So ein Scheiß. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Raptoren total... Kacke find? Und dieses blöde Vieh hängt jetzt bei mir im Wohnzimmer ab. Ja. Klau doch, ich hab nix. Muss mal kurz eruieren, wo ich bin. Ich glaube, hier war ich schon mal. Okay, alles klar. Da vorne ist meine Hütte. Wir müssen diesen Raptor da rauslotsen. Der muss runter hier. Der muss hier runter und ich muss auf jeden Fall auf der einen Seite abzäunen. Mist. So, wo bist du, du Drecksvieh?
Exhausted. Nee, cool. Ist der jetzt noch bei mir in der Hütte drin? Ich will da nicht hin. Wo ist meine Leiche? Die andere. Die zweite. Also die erste. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Der ist noch hier drinne. Wo bin ich denn vorhin gestorben? Ich bin hier lang. Und dann? Bin ich irgendwie hier lang gelaufen und wollte den runterlotsen? Hier irgendwo muss doch meine Tasche sein. Okay, da waren jetzt nicht so eine krass wichtigen Sachen drin. Das war jetzt nichts Dramatisches. Nichts, was ich nicht neu bauen könnte. Aber dieser Raptor muss hier verschwinden. Okay, ich wollte den vorhin hier weglotsen und dann, ich bin hier so und ich bin hier so lang. Glaube ich. Okay, was machen wir jetzt? Ich muss dieses Vieh runterholen. Hier, hier, hier. Ich sah was. Ich habe was gesehen. Oh, da ist es. Alles klar. Warte mal ganz kurz. Ich werde mal so eine Tür bauen. Ha. Ach, shit. Ich hätte schwören können, man kann dadurch ballern. Ich baue mal noch so eine Foundation. Wie bist du denn überhaupt reingekommen? Das geht doch gar nicht. Und wenn du reingekommen bist, dann musst du auch wieder rauskommen können. Idiot. Echt. Am liebsten würde ich den zähmen. Ich habe aber nichts hier. Hm.
Er macht meine Dings kaputt. Ja, mach kaputt und spring da durch. Bescheuertes Vieh. Ja, dann mach das doch kaputt. Alter. Ich hasse dich. Ich bin schon wieder fast tot. Und ich kann meine UI nicht mehr verwenden, was natürlich noch cooler ist. Oder? Ach doch. Kann ich. Oh mein Gott. Jetzt kommt er gleich raus, ne? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ai. Oh mein Gott! Das ist mir viel zu aufregend hier für so einen Samstagvormittag. Was ist denn das für ein Wetter? Krass. Wow. Grad. 12:19 Uhr. Mhm. Habe ich da hinten noch eine Leiche? Aber ich glaube, da war eh nichts. Habe ich noch eine Leiche? So, noch ein bisschen auf Leben, noch ein bisschen auf Nahkampfschaden. Skins bitte raus. Oh, ich habe ein Metall. Yippie. 94 Fleisch. Das können wir ja gleich mal abrutzeln. So. Was für ein krasses Vieh. Gut, dann kann ich ja hier mal ein paar Wände bauen. Achso, jetzt habe ich das ganze Holz da wieder reingeklatscht. Ich brauche eh Holz. Deswegen war ich ja auch unterwegs vorhin. Mal gespannt, wie viele von den Raptoren hier noch unterwegs sind. Vor allem 150er, das ist Max-Level. Zumindest mit meinen Einstellungen. Also unfassbar. Wahnsinn.
So, okay. Dann hätte ich gerne eine Rampe. Und ein Spitzdach. So, das heißt, wir brauchen jetzt diese Links- und Rechtsschrägen. Die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Und zwar diese hier, die Sloped Walls. Davon zwei. Ich hätte gerne die Demo-Gun. Fein. Zack. Und zack. Hier gehen wir nochmal auf Leben. Level 23. Gleich kann ich mit der Armbrust beginnen. Brauche ich aber noch Metall. Ohne Metall kommen wir da nicht weit. Nein, den wollte ich nicht bauen. Ach Mist. Hallo? Da. Und die Sloped Roof. Brauchen wir, glaube ich, 8, wenn ich mich nicht täusche. Okay, erstmal 5. Ich glaube, die Webcam ist ein bisschen ungünstig gelegen für das Menü, oder? Ich weiß gar nicht, wo die bei Ark am besten angesiedelt wäre. Wahrscheinlich eher auf der genau anderen Seite. Müssen wir mal schauen. Hier so. So ungefähr. Ich denke mal, auf der Seite kommt das besser als hier, weil hier immer das ganze Baumenü ist und so. Naja, mal gucken. Gut. Na. So, und jetzt noch die Dächer. Hallo?
Ich brauche Holz. Wehe, gleich kommt wieder ein Raptor, ey. Oh Mann. Sobald das Dach fertig ist, werden wir mal gucken, dass wir ein bisschen Metall rankriegen und eine Forge bauen. Für Metallwerkzeug. Ich brauche unbedingt eine Armbrust. So. Eins, zwei, drei. Achso, dann brauchen wir noch vier von den Kreuzdächern. Gehen wir gleich nochmal los. So. Aha. Sag ich ja, fast 1000 von so einem Baum. Fast 1000 Holz. Fertig. Okay. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir unten am Strand unter Umständen oder ob hier aus so einem Stein Metall rauskommt. Was brauchen wir denn für eine Forge? Leder auf jeden Fall. Ach. Hallo. So. Spitzhacke, das Ding. Sicher gibt's später und diese auch erst später. Okay. Armbrust kann ich doch mit Level 25. So, ich gehe nochmal auf Nahkampf. Nochmal auf Nahkampf. Armbrust freischalten. Picke freischalten. Pfeil, Betäubungspfeil. Okay. So, dann bauen wir jetzt erstmal eine Forge. Die stelle ich aber draußen hin. Und zwar hier. Was fehlt uns? Stein, okay. So, dann machen wir die hier mal in die Ecke. Forge, Forge, Forge. Wo bist du? Da. 5 Metall habe ich schon. Yippie.
Was? Oh nein, was sind das schon wieder für Viecher? Kanu. Habt ihr den? Au. Dankeschön. Das Leder nehme ich doch gerne. Und das da auch. Cool, Filet. Da müssen wir unbedingt sofort abrutzeln. Beweg dich. Schnell, schnell, schnell. Ich hätte mal mit der Spitzhacke da drauf eindreschen sollen. Mist, Mist. So, was haben wir hier? Also, einmal nur ein Filet. Oh. Das ist jetzt aber wenig, ne? Was hat er uns denn geschenkt? Einen maroden Stoffhut? Kann der schon mal weg. Was haben wir noch bekommen? Einen Betäubungspfeil und 13 Steinpfeile. Und einen primitiven Bogen. Na hey, ist doch cool. Gut. Ich packe hier schon mal ein bisschen Holz rein für dich. Ein bisschen Holz, meinte ich. Und du kannst ein bisschen Metall machen. Ich werde mal noch ein bisschen loslaufen. Ich muss den eh gleich reparieren. Und hier ein bisschen Metall holen. Oder auch nicht. So. Ja, doll ist nicht jetzt, ne? Ich werde mal runter an den Strand. Mal schauen, ob da nicht diese anderen Steine sind. Diese etwas flacheren, kleineren Steine. Du wirst mich jetzt nicht töten, du kleine Sau. Nein, nein. Komm her. Nein. So, ich glaube nämlich hier diese Dinge vielleicht. Nee, doch nicht. Ich hatte gehofft, dass das so eine Metalldinger wären. Aber hier kommt ein bisschen mehr raus auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Oh ja. Oh ja, das lohnt sich. Hier? Nein. Die Steine sind es. Na gut, ich liefere mal ab. Und aus diesen Steinen hier gibt es da auch einiges. Ja, okay. Gut. Okay, okay. So, ich denke, du hast fast abgebrutzelt. Nein, hast du nicht. Ich brauche mal hier irgendwie so ein Ressourcenlager oder sowas.
Gab es nicht immer so eine Barrels? Storage Barrel, das ist doch gut. Storage Barrel. Weil ich möchte das ja hier nicht als Hauptbasis haben. Das ist ja nur meine Startbasis. Und ich wollte jetzt hier nicht irgendwie 1 Million... Wo ist denn das Ding? Eine Million Visual Storage Items hinstellen, wenn ich das hier noch gar nicht haben möchte als Hauptbasis. So, da haben wir ein Barrel. Dieses Barrel stellen wir erstmal hier. Nee, oder hier. So, da kann ich nämlich den ganzen Kram reinschmeißen. Ach nee, Metall brauchen wir noch. Keratin. So, und dann brauchen wir noch ganz dringend die Smithy. Die kleine Chip-Smithy. Da brauchen wir noch ein paar Metallbahnen für. Okay. Kein Problem. Dauert nur 10 Jahre hier in der Forge. Ah, jetzt, okay. Smithy. Noch ein Metallbahn? Ich denke, 4. Ach, du bist blöd. Jetzt aber. So, und die werde ich direkt hier neben die Forge klatschen. Dann hätte ich aber auch die Ressourcen gleich hier drin lassen können. Dann brauche ich das Barrel ja da gar nicht. Moment. Dann nehme ich das Barrel für... für sowas hier. Für irgendwelche Rüstungsteile und sowas. Bauteile, die ich zu viel gebaut habe. So. Gut. Als allererstes möchte ich eine Armbrust. Dafür brauchen wir 7 Metallbahnen. Okay, ich werde mal noch ein bisschen Metall unten holen. Oder sind hier noch richtige Metallfelsen? Ich traue mich gar nicht in die Richtung, solange ich noch nicht bewaffnet bin. Hallo? Ist ja auch schön. Laufender Parasaurus, gar nicht gut. Und ich brauche unbedingt ein Spyglass. Aber das da hinten sieht echt cool aus. Also das werden wir als nächstes erkunden. Ich brauche unbedingt... Aber dafür braucht man wahrscheinlich Kristall für die Spyglasses. Vermutlich. Lass mal schauen. Ah, fuck. Ja, ja. Keine Ahnung, wo man hier Kristall findet.
Falscher Stein, ich brauche diese kleinen weißen. Ich denke mal, wenn ich eine Metallpicke habe, kriege ich da ein bisschen mehr raus. Okay, dann baue ich jetzt als erstes mal eine Metallpicke. Eine Pickaxe. Ist auf jeden Fall eine schöne Zeit, um ein bisschen Ark zu zocken. Vormittags auf Samstag. Mal gucken, wie es morgen auf den Sonntag aussieht. Vielleicht habe ich da auch noch mal Bock drauf. Fjordur gefällt mir bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. So, gib mir mal eine, diese hier. Und das da? Noch nicht? Okay. So. Dann kann das Teil einmal verschwinden. Das wird ausgetauscht. Oh, das ist immer so schön, wenn man die austauschen kann. Für die Armbrust brauche ich 7 und für die Picke, glaube ich, 10. Okay, dann versuche ich mal mein Glück. Ob ich damit mehr Metall rauskriege. Vorher mache ich den da platt. Ich hoffe, der ist nicht so hochlevelig. Na? Doch mal. 85er, ja, alles klar. Hallo? So, okay. Die weißen Steine. Diese hier. Sind jetzt nicht wirklich mehr, ist einfach nur schneller kaputt. Würde ich sagen. Als nächstes müssen wir uns sowieso mal so ein Pteranodon zähmen. Zumindest sind hier vor einiger Zeit ja noch ein paar rumgeflogen. Was ist denn das da hinten? Immer noch ein Todesstrahl. Muss ich doch mal gucken gehen, was da los ist. Okay. Na gut. Ach so, das war meine erste Leiche, ne? Ah. Ach komm, gib her. So. Da ist ein Pteranodon. Aber die kann ich sowieso erst ab Level, was war denn das? 45? Oder ab wann kann ich einen Sattel bauen? Ab 38. Und ich bin jetzt 25. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Gleich wieder Nacht.
Mensch, jetzt bin ich schon 2 Stunden in Game. Halb 12. Ich denke, ich werde auch gleich mal zum Ende kommen. Mal schauen, ob ich morgen früh auch wieder Bock habe auf den Sonntag. Ich muss mal gucken, wie der Tag heute so ausklingt. Ob ich dazu in der Lage bin. Wir werden sehen. Es könnte durchaus passieren, dass ich morgen früh spontan, oder wenn ich aufgestanden bin, spontan wieder Bock habe auf Fjordur. Das ist ja schon... Hallo, wieso geht das nicht? Achso, ich kann da nichts reinmachen. Okay. So. Leder. 496. Das ist natürlich jetzt schon eine ganze Menge. So, ich möchte jetzt eine Armbrust haben. Was? Armbrust. Und eine Pike. Jetzt bin ich ausgerüstet. Das geht auf meine Fackel. Und dann muss ich langsam mal schauen. Ist gar nicht so clever jetzt hier. Das ganze Fleisch zu verbrutzeln. Ich brauche ja Gammelfleisch. Ganz dringend. Sehr schön. Okay, dann wir haben ein paar Narkos. Ich werde mal so einen Grinder, so einen Grindstone bauen. Dafür brauchen wir 5 Metallbahnen, okay. Hä? 5 Kristall für die Spyglasses, okay. So, Grindstone. Den stelle ich jetzt aber... Stelle ich den auch draußen hin? Weiß ich gar nicht. Hier so, ne? Ja, doch, ich stelle den auch hier draußen hin. So. Und dann machen wir hier ein bisschen Narkosemittel. Mhm. Ich kann auch nicht mal eins machen. Okay, das gammelt jetzt hier weg. Nach 4 Minuten. Das ist ja übel. Ich werde mal noch ein bisschen was töten gehen. Ne, keinen Trike auf jeden Fall, sondern... Oh nein. Oh Gott. Ichthyornis. Ich hasse Ichthyornis. Genau, und der klaut mir dann wahrscheinlich direkt meine Armbrust, die ich gerade gebaut habe. Egal. Wir haben ja so ein bisschen Gammelfleisch jetzt. Ich brauche auf jeden Fall noch Bolas. Bolas für einen Pteranodon, damit ich den nachher zähmen kann. Später, morgen oder sonst wann. Ja, hast du wieder... Was hast du denn, Hunger? Ich hab nichts mehr zu essen. Ups. So. Bolas wollte ich. So.
Das warte ich jetzt noch ab, bis das hier vergammelt ist. Und dann machen wir daraus Narkotika. Ausdauer. Bewegungsgeschwindigkeit. Gesundheit. Zwei Minuten. Dann laufe ich noch mal schnell runter. Ach, ich bin so neugierig, was da oben ist und so. Ich hätte so gern schon jetzt einen Pteranodon. Level 38. Was habe ich jetzt für ein Level? Noch 10 Level brauche ich. Boah, das heißt, ich muss unbedingt bauen. Wo sind eigentlich die ganzen Schubsis hin? Die großen. Und wir werden Zündpulver machen. Das ist ein bisschen sinnvoller als Holz. Das können wir jetzt schon mal machen. Ich habe ja so viel Feuerstein mittlerweile. Okay, aber erst machen wir den Narkos. Okay. Neun. Wow. Und wir machen... Zündpulver. Ach ja, ich habe ja hier eine Stacking-Mod drauf, ne? Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Eine Stacking-Mod. Alles klar. Okay. Gut. So. Fein. Machen wir hier den ganzen Schnullifatz rein. Narkotöpfchen haben wir. 54. Ach so, ja, das war ja der Grindstone. Alles klar. Ja, das ist schon mal geil. Okay. Dann bauen wir nämlich jetzt hier noch ein paar Pfeile. 100. Auch das gibt natürlich Level. 8 Stück brauchen wir noch. Da machen wir aus den Narkotöpfchen noch 20 Narkopfeile.
Gut. Passt soweit, dann klatsche ich die aber erstmal jetzt hier noch, weil das wird sonst zu schwer, glaube ich. Obwohl, eigentlich habe ich noch genug Platz. Ich packe sie trotzdem sicherheitshalber hier erstmal rein. Das brauche ich auch alles nicht. Standing Torch brauche ich jetzt auch nicht. Die Bolas lassen wir hier. Die Demogun packe ich erstmal rüber. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das brauche ich jetzt auch nicht. Stimberries. Hau ich in den Kühlschrank? Ich hau das alles in den Kühlschrank. Narkosemittel gehen ja nicht kaputt. Die hau ich dann aber trotzdem hier nochmal mit rein. In die Smithy. Ach Mensch, die Majors. Ich weigere mich auch so ein bisschen, jetzt einen Parasaurus zu zähmen. Ich habe nämlich keinen Bock auf einen Parasaurus. Ich würde mir eher einen Raptor zähmen. So, hier ist noch ein bisschen Metall für dich. Bitteschön. Gut, dann haben wir jetzt die Bolas. Noch eine zweite Fackel. Ja, passt, würde ich sagen. Dann soll das der Stream für heute gewesen sein und ja, ich denke mal entweder morgen oder nächstes Wochenende, ich bin noch nicht ganz sicher wann. Es wird auf jeden Fall spontan passieren. Mal sehen, also vergesst nicht, wenn ihr diesen Stream seht, mich auf Twitch, mir auf Twitch zu folgen, damit ihr auch eine Info kriegt, wenn ich live bin. Ja. Und ich sage Dankeschön für die, die da waren, fürs Zuschauen und schon mal jetzt ein Danke an alle, die es sehen werden, spätestens auf YouTube vielleicht. Und bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Samstag. Bis dann. Macht's gut. Sind wir. Hallo. Ich habe das Korvax-Wort für Hilfe gelernt. Schön. Weiter? Toll. Das sieht ja auch ein bisschen nice aus. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Leder. Schaue hier überall, was ich jagen kann. Irgendwie irgendwo rauf, um zu schauen, wo hier Wasser ist, bevor das gleich wieder dunkel wird. Schaut doch mal vorbei, ich freue mich auf euch.